Ich freue mich, dass ich heute Abend bei Ihnen sein kann. Ich habe eine nicht so ganz leichte Botschaft, insbesondere für die syrischen Teilnehmer. Denn dieser Vortrag enthält erstmals auch eine, wie ich meine, notwendige Kritik dessen, wie die syrische Regierung mit dieser verheerenden Lage in der syrischen Heimat umgeht. Und da ich nicht leugnen kann, dass ich seit 25 mehr Jahren Teilnehmer an den Geschehnissen in Afghanistan, fallen mir natürlich Dinge dazu ein, die ein bisschen im Medienkontext fehlen. Ich kann allerdings auch nicht leugnen, dass das Thema Syrien ja nicht nur wegen Syrien so ist, wie es ist, sondern es sind sich die politischen Analysten weltweit einig, dass Syrien nichts anderes ist als die Vorbereitung eines weit größeren Krieges. Und dieser könnte den Iran betreffen. Und dann allerdings wackelt der Globus allein aus wirtschaftlichen Gründen, wenn nicht schon die militärische Situation erhebliche weitergehende Gefährdungen mit sich bringt. Und weil das so ist, wollte ich Ihnen ein Video vorführen, das mir vor wenigen Tagen aus meinem Informantennetzwerk zugänglich gemacht worden ist. Und ich bitte einfach einmal dorthin. Das Ganze wird gesponsert von Bloomberg TV. Das ist ein Wirtschaftssender. Und der Host, wie man auf Amerikanisch sagt, also der Moderator, den Sie rechts im Bild sehen, ist Charlie Rose. Und Sie sehen im Bild links zunächst vorne James Baker III., ehemaligen Außenminister der USA, und zwar ausgerechnet im Jahr 89 bis 92. Das ist ein kriegserfahrener Außenminister. Und wir haben Hillary Clinton dahinter. Achten Sie ein bisschen, so eine gute Übersetzung, damit kann man leben, achten Sie ein bisschen, wie verhalten sich die, wie lachen die, und um welches Thema geht es da? Oh, kein Sound. Das ist schon mal ganz schön. Will not work. I agree with that. My personal position on that is this. We ought to try every possible avenue we can to see if we can get them to correct their desire and goal of acquiring a nuclear weapon, but we cannot let them acquire that weapon. We are the only country in the world that can stop that. The Israelis, in my opinion, do not have the capability of stopping it. They can delay it. But at the end of the day, if we don't get it done the way the administration is working on it now, which I totally agree with, then we ought to take them out. Secretary Clinton. Well, we're working hard. I said at the end of the day, maybe next year. Just bring it on, because that would unify us, it would legitimize the regime. An argument is made constantly on the hard line side of the Iranian government that, you know,
we're not going to give anything up, and in fact, we're going to provoke an attack, because then we will be in power for as long as anyone can imagine. And that's the reason I say, if anybody's going to do it, we ought to do it, because we have the capability to do it. And hopefully we won't get to that. I mean, that would be, I think... Sondern es waren Aufständische, die hier die große
Massen mindestens 80% der dort Getöteten umgebracht haben. Denn die UNO hat festgestellt, dass nur 20% durch Artilleriebeschuss ums Leben kamen und dass Aufständische hätten sich in Al-Hawla verteidigt. Es mordeten Aleviten die Sunniten. Nur zur Erinnerung, die Aleviten, das ist die Glaubensgemeinschaft, aus der jüdische Welt stammt. Es handelt sich um einen brutalen Unterdrückungsakt. Armee haben gegen Zivilisten geschossen und viele davon getötet. Und es sei eben ein Einsatz schwerer Waffen gewesen. Konsequenz natürlich, Druck im UN-Sicherheitsrat. Russland und China, interessant, knicken ein. Und zwar zum Zeitpunkt des UN-Beschlusses bereits mit dem sicheren Wissen, dass diese Version nicht stimmt. Die korrekte Story kommt wieder einmal, kann man nur sagen, zu spät, wie auch auf dem Balkan schon, da kennen wir das. Und die Botschafterausweisung als Teil einer sogenannten Delegitimierungsstrategie, die syrische Regierung international vereinsamen und als illegitimes Regime hinstellen, sondern auch ein Mordregime, und unter diesen Umständen macht man so etwas. Und natürlich hat man, als dann die Wahrheit über Al-Hawla herauskam, nicht etwa gesagt, oh, lieber Herr Botschafter Rana Lutfi, das finden wir aber sehr traurig, dass wir dich ausgewiesen haben, wir haben einen dummen Fehler gemacht, bitte komm doch zurück. Nein, überhaupt nicht. Die Sache bleibt genauso, wie sie ist, obwohl es alles falsch war und jeder es heute weiß. Und die FAZ hat einen weltweit beachteten, sehr hilfreichen Beitrag zu diesem Thema geschrieben. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal eines sagen, damit das nicht falsch verstanden wird, was ich hier sage. Es gibt und gab in Syrien Folter durch die Regierung. Es gibt und gab in Syrien Unterdrückung. Es ist nicht so, dass ich glaube, dass der Präsident Bashar al-Assad einfach ein netter Mann ist. Das ist auch nicht das Thema, über das ich hier zu befinden und zu sprechen habe. Ich spreche darüber, was eigentlich der Westen mit seinen Verbündeten in Syrien tut und ob das wohl den Menschen in Syrien und anderswo helfen kann. Und da bin ich eben, und das blühen Sie gerne nach, zu Kenntnis der NATO für Ihre Bewegung. Denn bestimmte Bewegungen können Sie nicht machen, ohne zu wissen, wo die syrischen Truppen gerade stehen. Und mein Eindruck ist, das wird Ihnen gesagt. Wir wissen auch, dass die USA solche Dinge tun. Gar keine Frage. Ich hatte es vorhin angedeutet, Tote durch Großwaffen, also Panzergranaten und so etwas, waren eben unter 20%, die nur gezählt in Al-Hawla. Wir hatten gleichzeitig zu dieser Situation von Al-Hawla Druck von allen Fronten auf Syrien. Wir hatten in der Türkei ein Großmanöver mit zigtausend Soldaten. Wir hatten ein interessantes, für mich das interessanteste Manöver der letzten Jahre in Jordanien mit etwa 10.000 Mann Geheimdiensttruppen sozusagen. Also, wie soll man sagen, bewaffneten Kämpfern oder bewaffneten Einheiten, die unter geheimdienstlicher Führung ihre Operationen durchziehen. Und wir hatten im Libanon, das ist eine lange Bewegung, die eben dort stark, wie soll man sagen, sich vervollständigt hat, praktisch die Abtrennung des Nordens, des Staatsgebietes. Wir haben jetzt im Moment keine Karte hier, aber das reicht sozusagen am Mittelmeer entlang. So ein, hier geht Syrien weiter, dass man also aus dem Nordlappen des Libanon heraus intensiv Waffen hineinschmuggeln kann und Kämpfer nach Syrien. Und der Nordlibanon ist heute ein klares Aufmarschgebiet für die Unterstützung des Aufstandes. Die Westmedien haben eben, das ist ganz, ganz klar, kooperiert in allen Fragen. Sie haben nicht über diese drei Länder berichtet, aber sie haben intensiv und falsch über das Massaker in Al-Hawla berichtet. Und das hatte erhebliche, nachteilige Konsequenzen für die syrische Regierung, die nachher auch nicht zurückgedreht wurden. Man kann auch daraus erkennen, ganz einfach, dass es eben nicht ein menschliches Interesse ist, dass die NATO leitet in dieser Region. Ich habe hier neben dem Kopf von Kofi Annan geschrieben, ist er ein CIA-Zögling, und habe geschrieben, 19. Lebensjahr. Seit dem 19. Lebensjahr wird Kofi Annan, das ist zweifelsfrei, von den USA gefördert.
Und es ist eben wahrscheinlich nicht so, dass er dadurch geeigneter geworden ist, um in diesem Konflikt Lösungen für Menschen zu erreichen. Das wäre aber seine Pflicht gewesen. Jetzt kommt der kritische Teil. Für die Syrer, für die syrische Regierung. Denn Syrien, muss man sagen, ist in diesem Krieg bedingt abwehrfähig. Und ich habe das unterteilt in die Außenpolitik. Da kann man ganz klar sagen, wir haben vom Balkan angefangen, eine unglaublich intelligente, kohärente Manier sozusagen, der US-geführten NATO, weltweit Macht zu ergreifen, wo immer das geostrategisch angemessen oder sinnvoll erscheint. Und die US-Opfer haben, obwohl diese Art von Kriegführung nun schon 23 Jahre alt ist, keinerlei, aber gar keinerlei Gegenstrategie. Oh, interessant. Es handelt sich sozusagen um eine konzertierte internationale Lärmverweigerung politischer Art. Warum das so ist, kann ich nicht begreifen. Jedenfalls habe ich mich entschlossen, weil Syrien im Gang der Geschichte regionalpolitisch so ungeheuer wichtig ist, diesmal in scharfer Form dieses zu beklagen und auch, wo ich versuchen würde zu helfen, eine harte Kritik zu üben, auch wenn ich damit manchen vielleicht enttäusche oder ärgerlich mache, das ist besser, als noch ein Land in die Blutmaschine zu werfen, in der schon der Balkan gelandet ist, Afghanistan gelandet ist, Irak gelandet ist, Libyen gelandet ist. Ich wäre froh, wenn es Syrien so nicht gehen müsste. Wir haben keinerlei Medienmacht oder auch nur Medienerfahrung in allen genannten Ländern. Russland steht noch am besten da, wird aber auch nicht fertig international mit einer seit Jahren andauernden Rufwortkampagne gegen seinen jetzigen neuen und alten Präsidenten Putin. Und wird auch nicht fertig mit der Art und Weise, wie die Demonstrationen in Russland geschehen. Das ist sehr interessant. Und Russland ist aber doch das am meisten, wie soll man sagen, fortgeschrittene Land auf dem Mediensektor. Aber Länder wie Syrien und Iran sind völlig chancenlos und machen auch nicht den Eindruck, als hätten sie auch nur den Hauch eines Ansatzes lernen zu wollen. Und ich muss sagen, dieser Eindruck ist besonders aktuell deshalb, weil ich gestern Nacht hin und her geemailt habe mit einem netten Mann, den ich selber gar nicht persönlich genau kenne. Ich habe ihm mal um seinen Lebenslauf gebeten und meinen hingeschickt, das ist ein Berater, ein international erfahrener Berater. Aber ich habe seinen Lebenslauf nicht bekommen. Ich kann ihn also nicht einschätzen. Aber ich glaube, das, was er über seine Syrien-Erfahrung gesagt hat, das stimmt. Und er sagt, ich kam mir gelegentlich vor, als würde ich auf laufende Beratung von der syrischen Regierung sozusagen in den Kakao gezogen. Das ist ein ernster Vorwurf. Wir kommen zurück in unsere Geschichte der außenpolitischen Wehrlosigkeit. Anami, habe ich gesagt, ist zuerst Zögling. Die Planungen, die da gemacht werden, von der syrischen Regierungsseite aus, sind dysfunktional. Das klappt nicht. Der UNSMIS-General ist auf jeden Fall parteiisch. Wir haben Terrormanagement in Syrien, ganz klar. Wir haben ein Staatszersetzungsmanagement. Vokabel ist mir am letzten Wochenende eingefallen, zu verdeutlichen, dass es hier um Fahrpläne geht. Da wird etwas geplant und das wird dann durchgezogen. Und das baut auf bestimmte Schwächen von bestimmten Regierungen. Das ist kein, wie soll man sagen, ist nicht zufällig. Das ist nicht eine unkoordinierte Kriegsführung. Da wird genau gesagt, wir machen dann das und das und das muss so wirken und das muss anders werden. Was wir hier von dem Catchman selber nicht zwar vorgeführt bekommen haben, ist ja nichts anderes als ein Hinweis auf die mir längst bewusste Tatsache, dass Medienmaterial sozusagen zentral an die Verbündeten verteilt wird. Und da das natürlich, wie soll man sagen, ohne journalistische Begleitpersonen geht, ich erinnere mich kurz, wie ich aus Afghanistan zurückkam, als die Sowjets da waren, und habe das Material natürlich selbst in die verschiedenen Sender gebracht und natürlich immer die gleiche Geschichte erzählt, weil es schlicht meine und die Wahrheit war. Hier wird einfach auf geheimdienstlichem oder sonstigem Wege beschafftes Material an diese Sender hingeschossen und die helfen sich dann so gut sie können. Glauben Sie mir, diesen Fehler wird die NATO im nächsten Jahr nicht mehr machen.
mit der Iran-Tendenz. Wir haben globale US-Ansätze. Wir haben gleichzeitig eine Bedrängung der möglichen politischen Gegenkräfte, nämlich Russland über den Raketenschirm. Und China hat sich plötzlich in den letzten Wochen und Monaten einer interessanten militärischen Herausforderung für seine Marine gegenübergesehen in seinen nachbarlichen und Küstengewässern. Wir haben folgende völlig verrückte Situation. Die USA halten Verbündete in der Region Syriens dazu an, nach ihren Planungen dieses Land völlig zu destabilisieren, bis nichts mehr davon überbleiben wird. Das ist der Plan. Regime Change ist ein sehr freundlicher, dünner Ausdruck für das, was da gemacht wird. Da wird viel mehr gemacht. Syrien soll zerschlagen werden in 1000 Städte. Das wird jetzt gerade organisiert. Wir haben nicht die Bereitschaft der syrischen Regierung oder auch der befreundeten Regierungen, die beide mit bedroht sind, nämlich Iran und Russland. Von China will ich jetzt gar nicht reden, das ist ein Sonderfall. Nicht die Bereitschaft, ich will mal sagen, in den NATO-Ländern, wo ja die NATO jetzt noch das Problem hat, dass sie ihre Wähler und Bevölkerung überzeugen muss von diesen kriminellen Machenschaften, auch nur ein Flugblatt drucken zu lassen. Ich stelle es nochmal gegenüber, die USA finanzieren bewaffnete Mörderbanden weit über 10.000 Mann stark, und schicken die heimlich über die Grenze. Ich habe für alles natürlich Augenzeugen und so weiter und so weiter. Also das Datenmaterial für diese Behauptung ist völlig platt. Das wird über Jahre hin vorbereitet. Und die Gegenseite hat weder eine PR-Strategie noch irgendwelche Bereitschaft, irgendwelche anderen Gegenstrategien politischer Art zu entwerfen. Gar nichts. Ich kann Ihnen sagen, wenn das so weitergeht, wird eine wirtschaftlich marode und systematisch marode Übermacht mit diesen Zersetzungs- und militärischen Methoden den ganzen Globus destabilisieren, bevor wir aufwachen. Das ist eine Riesengefahr. Und es geht ja nicht nur darum, Medienmacht aufzubauen, sondern die vorhandene Unzufriedenheit in den westlichen Ländern mit dem Gang der Politik auch zu nutzen. Das passiert überhaupt nicht. Die halten sich zurück, als seien sie nicht von dieser Welt, Syrien, Russland und Iran. Ein absolut seltsames Verhalten. Wir gucken innenpolitisch. Die Militärstrategie ist falsch. Glauben Sie mir, nachdem ich nur zwei Supermächte in Afghanistan habe scheitern sehen mit eigenen Augen, kann ich sagen, die jetzigen Kriegsmethoden der syrischen Armee werden die Opposition stärken auf die Dauer. Weil sie einfach mit zu großflächig wirkenden Waffen zu viel kaputt machen. Die Kampfmittel, sagt man dann militärisch, sind zu ungenau. Es gibt zu viele zivile Opfer und es gibt zu wenig Nachhaltigkeit. Wenn es so ist, dass man Baba Amr schon mal erobert hat und da war plötzlich dann Ruhe im Dom, meinetwegen eine Friedhofsruhe, wie kommt es dann, dass Wochen später schon wieder Kämpfer dort sind? Und so geht es überall in Syrien. Da wird Idlib frei gekämpft und bumm, sind die wieder da. Hafir wird frei gekämpft und sind sie wieder da. Ein paar Wochen später. Sie setzen sich in den Außenbezirken fest. Man fragt sich eigentlich, wie geht sowas? Und jetzt will ich Ihnen versuchen zu erklären, wie sowas geht, auch aus der afghanischen Erfahrung heraus. Da verletzt sozusagen die syrische Regierung, oder sie vergisst sie, oder sie ist zu stark unter Druck, oder was auch immer, oder die Verbündeten helfen nicht genug, ihre Fürsorgepflicht. Der Staat versagt sozusagen als Helfer. Der Staat bietet seinen Bürgern keine Vision mehr, dass ihr Leben noch besser werden kann. Das ist ein entsetzlicher Verlust für jede Regierung. Dann wird sie diesen Kampf verlieren. Und da geht es darum, dass die Zivilisten allein gelassen sind und die Opfer sind schlecht betreut. Im Grunde genommen müssen Milliardenwerte an Nahrungsmitteln, an Baumaterialien, an Konstrukteuren, an Gerät überall dahin fahren, wo die Aufständischen Zerstörungen angerichtet haben oder auch die Regierungstruppen in dieser kämpferischen Auseinandersetzung und müssten sofort wieder aufbauen. Und natürlich müsste es Systeme ziviler Natur geben, um zu verhindern, dass auch nur ein einziger Bewaffneter in so ein Gebiet wieder vorrücken kann. Das kann man alles organisieren, das passiert aber nicht. Und natürlich werden eben auch die Altlasten nicht angepackt. Die Unterdrückung in Syrien dauert an.
Führer sagen wir ganz nett und leid, aber natürlich wissen wir, dass die halbe Bevölkerung Syriens sozusagen die andere Hälfte bespitzelt. Solche Sprüche hören. Ich kann sie nicht nachprüfen. Ich bin kein Syrien-Experte. Ich weiß nur, dass der Mukhabarat ganz offenbar sehr mächtig ist. Heute Abend sitzen einige davon unter uns. Deswegen spreche ich ganz offen und sage, liebe Freunde, es wird so nicht gehen, dass man mit Unterdrückung versucht, einen Aufstand zu bekämpfen. Und ich rate zur Lektüre des amerikanischen Handbuchs für Aufstandsbekämpfung, das unter blutigen Erfahrungen amerikanischer Truppen im Irak entstanden ist. Und da habe ich einen Schlüsselsatz daraus gezogen, den liebe ich dazu. Dieser Schlüsselsatz heißt, wenn die Gründe für bewaffneten Aufstand die gleichen sind, wie die Kritik der Bevölkerung an der Regierung, dann ist es unbedingt notwendig, sofort weitreichende politische Reformen einzuleiten. Das wird sonst auf der Zunge zergehen lassen. Ich beglückwünsche Syrien ausdrücklich zu seinen Wahlen. Es ist ein Wunder, wie das geklappt hat. Ich beglückwünsche Syrien ausdrücklich zur Abschaffung der Einparteienherrschaft. Ein Wunder, dass das geklappt hat. Aber wenn das nicht weitergeht, wird es nichts helfen. Das ist ganz klar. Und natürlich gibt es in Syrien und gab es in Syrien, besonders in Deutschland, bei uns gibt es inzwischen auch massenhafte Korruption. Auch da muss gearbeitet werden in diesem Krieg. Das ist Teil der kriegerischen Auseinandersetzung, sonst kann sie nicht gelingen. Wir ziehen als, wie soll man sagen, Fazit aus der letzten Genfer Sitzung ganz offen. Kündigen die USA eine Eskalation des Krieges in Syrien an. Und ich kann nur sagen, mit den bisherigen Mitteln kann Syrien diesen Kampf nicht gewinnen. Das ist ausgeschlossen. Wir stehen also vor der klaren Lage eines möglichen langsamen Stärkens eines Staates, dessen Stabilität allerdings in der ganzen Region dringend gebraucht würde, auch als Führer, ich werde darauf noch eingehen, vor dem nächsten Krieg im Irak. Warum sind die Amerikaner so aggressiv? Darüber habe ich viel gesprochen, das gibt es im Internet nachzulesen. Ich wollte Ihnen einfach nur mal zeigen, wie das Doppeldefizit der USA angestiegen ist aus Budget- und Leistungsbilanz von 1975 bis heute. Die Lage ist so, dass offizielle amerikanische Schatzmannzahlen, dass die USA jeden Tag zusätzlich generieren müssen, 6 Milliarden US-Dollar zusätzliche Investitionen und Warenströme, um ihr Finanzsystem am Laufen zu halten. Und eine solche Situation lässt sich nur dann lösen, wenn man praktisch mit Hilfe einer weltweit unangefochten agierenden Militärmaschine in der Lage ist, Völker dazu zu zwingen, bestimmte Warenströme in Dollars abzurechnen und nicht anders. Und ein Rückschlag wie das Abkommen zwischen Japan und China, die aus dem Dollar aussteigen, ihrem gemeinsamen Handel, das ist praktisch wie ein kleiner verlorener Krieg in der Region, der Wirkung auf die auf tönernen Finanzfüßen stehende Militärriesenmacht USA. Wir schauen noch einmal auf das Funktionieren des Krieges an sich. Auch hier hat die Lage völlig verändert von unseren gewohnten Denkweisen. Ein Sieg ist gar nicht mehr nötig, finden die USA. Chaos reicht aus. Ist übrigens auch sehr hilfreich. Wenn man das Öl aus Libyen stehlen will, reicht es, dass man dafür sorgt, dass es keine Zentralregierung gibt, die irgendeine ernst nimmt. Außer vielleicht unser Fernsehen. Krieg ist ein Geschäft, das ist eine alte Sache. Aber Krieg als Dauerzustand, das ist neu. Und ich kann nur zu dem Rahmen, was ich oben geschrieben habe, dieses Papier Joint Vision 2020 einmal nachzugoogeln und zu lesen, da werden Sie feststellen, dass die Aufgaben der amerikanischen Armee auch in Friedenszeiten bestehen und in die Gesellschaft hinein, in die eigene und in fremde erfüllt werden und damit die Armee kämpft während des Friedens. Und Medien sind auf der Seite 1 in einem extra Kasten eingebracht, nur dass wir verstehen, in welchem Kontext solche Dinge stattfinden. Es geht um orchestrierten Einsatz aller Institutionen, Organisationen und auch NGOs, so steht es in dem Papier, und global.
Und es geht um Krieg in allen Rechts- und Eskalierungsstufen. So wie es gerade geht. In Syrien ist leider Gottes die russische Flotte beheimatet im Hafen Tartus. Und deswegen geht ein Krieg, wie ich immer sage, über den Tisch. Ein offener, erklärter Krieg geht eben nicht. Denn da könnte ja die Flotte beschädigt werden und dann hat man die Russen am Hals. Also wird man diesen Krieg unter dem Tisch weiterführen, wohin Russland nicht in der Lage ist zu eskalieren, weil es die Nachbarländer nicht beherrscht und nicht Gegentruppen einsickern lassen kann. Der Hafen ist für eine solche logistische Aufgabe viel zu klein. Es geht um diese beiden Begriffe, die man einfach lernen muss, sonst versteht man gar nicht, was die USA in den letzten 23 Jahren betreiben. Und jetzt gucken wir uns ganz schnell in rascher Folge einmal an, wie das eigentlich wirkt und was die Grundvoraussetzungen sind. Flucht nach vorne, habe ich gesagt. Diese Palästina-Karte ist vielen bekannt. Die grüne Fläche, das war einmal oder ist die Palästinenser rote Fläche. Das Weiße sind die jüdischen Siedlungen. Wie sich das verändert hat, parallel sehen wir, Israel verliert weltweit an Sympathie. Da kann man schon nervös werden auf den letzten Metern, bevor man die Palästinenser aus Palästina entfernt hat. Denn das ist ja, glaube ich, die Richtung, in die das geht, wenn ich diese Karten richtig verstanden habe. Wir gucken auf den arabischen Frühling. Ob das wohl ein CIA-Frühling war? Eines ist jedenfalls ganz sicher. Ohne CIA wäre nicht passiert. Das heißt natürlich nicht, dass die Amerikaner alles im Griff haben. Das wäre also weit optimistisch. Da würde ich im Weißen Haus sonst ein großes Lachen auslösen. Und an anderen Stellen vielleicht auch. Aber dass sie schwer beteiligt waren. Und wie ihr Preisträger Robert Barr, der ja mal Stationschef war, Libanon und hoch ausgezeichnet ist, an sich ganz ehrenwerter Mann in seiner Art, gesagt hat, das stimmt eben nicht, dass die USA überrascht worden sei durch den ägyptischen Frühling. Denn wir wissen, dass 2008, als Condoleezza Rice, damalige Außenministerin unter Bush, die Demokratisierung für Laos angekündigt hat, dass sie im gleichen Jahr die beiden Blogger bei sich in ihrem Büro empfing, die den angeblichen ägyptischen arabischen Frühling eingeläutet haben. 2009 wurden zusätzlich US-Agenten in einer Region platziert, die ohnehin schon eine enorme Dichte an US-Agenten hat. Und der Sender Al Jazeera nebenbei gesagt, ist nach Aussagen von Redakteuren wahrscheinlich der Sender weltweit mit der höchsten prozentualen Dichte von CIA-Agenten in seinem Staff, bei seinen Beschäftigten. 2010 gab es die Aufstellung von Söldnertruppen, zum Beispiel denen, die heute in Syrien agieren. Und ganz offen erklärt, aus Saudi-Arabien und Katar bezahlt werden. Und im Januar 2011, da ging es ein Augenzeugen, mit dem ich mich länger unterhalten habe, fingen eben die dänischen Jagdbomber an, in der Toskana zu trainieren für Libyen. Und dass keiner glaubt, das sei irgendwie zufällig oder alleine, also ist alles ein Quatsch. Schließlich müssen wir das Iran-Problem angucken. Das ist übrigens einfach, nicht? Im Gas ist Nummer 2, Nummer 1 ist übrigens Russland. Beim Öl Top 5, es gibt wichtige Pipelines. Die Währungsfrage hat Iran so gelöst, wie es Amerika nicht gefällt, nämlich langsamer Abschied vom Dollar. Und wir wissen ja alle noch, was die Botschaftsbesetzung von 1979 für die Amerikaner bedeutet hat. Eine gewaltige Schmach, von der sich bis heute nicht erholt hat. Wir schauen auf den Fortschritt der Kriegsvorbereitung. Wir haben hier 86 amerikanische Luftunterstützer, der Freunde geht nicht nach, Sie sehen es alleine, um den Iran herum. Und das ist natürlich reiner Zufall. Wir haben hier die Strategie des freien Schussfeldes. Amerikanisches Arbeiten geht so. Wir wollen die Freiheit haben, uns jederzeit zu einem Angriff auf den Iran zu entscheiden. Also müssen alle Hürden auf dem Wege zu dieser Entscheidung beiseite geräumt werden. Und das macht man dann eben, indem man Syrien umdreht. Regime Change in Syrien. Und dann ist der Tisch fraglich. Dann kann man entscheiden, wollen wir Iran angreifen oder wollen wir es nicht. Da gibt es dann keine wesentlichen Gegenkräfte. Geholfen wird hier durch eine weltweite Verschlechterung der Medien. Rechts unten sehen Sie den Bertelsmann-Konzern und glauben Sie doch bitte nicht, falls das irgendwer annehmen möchte, dass diese Konzerne in irgendeiner Form Interesse hätten an Wahrheit oder an Volksbildung oder dass sie verstehen, wie man Menschen hilft. Das ist nicht das Thema. Ja? Sondern das Thema ist Geld verdienen, Regierungstreue und wie soll man sagen, alle wichtigen Dinge, die diese Regierungen wollen und die Regierung.
Regierung legen, sagen, das wollen wir alle wichtigen Dinge im Pakt und die Industrie wollen, vor allem auch die Banken. Wir leben ja in 2 Dutzend Jahren einer Bankenmachterkrankung weltweit. Das ist das Thema. Deswegen wird natürlich auch über die Finanz- und Wirtschaftssituation gelogen, dass sich die beiden bieten. Das ist der Bertelsmann-Konzern, den ich einmal ein bisschen so aufgeschlüsselt habe, verstehen, wer das alles drin hängt, von Bruder und Kerl bei RTL und so weiter, mit Radio, mit Presse, mit Fernsehen. Ein Riesenapparat. Und Springer natürlich, sehr wichtig. Denn bei Springer ist es ja redaktionsstatusmäßig verboten, amerikanische Bombardements zu kritisieren. Es war verboten und wurde auch nicht gemacht bei Springer, Bomben auf Afghanistan in irgendeiner Weise zu kritisieren. Oder zum Beispiel Bomben auf Libyen. Und sollten demnächst Bomben auf Syrien fallen, würde man auch das natürlich nicht kritisieren. Dass dabei die Standards verfallen, nachdem ich mal 14 Jahre ARD-Redakteur war, mich Audiator in alterer Pars, auch die andere Seite soll gehört werden, die hat es sehr schön in ihrer Aufstellung. Das ist vollkommen klar, Systemkritik findet nicht mehr statt. Beobachtung der Geheimdienste, warum denn? Ja? Schließlich müssen wir auch anschauen, die IS-Dominanz über Deutschland, wenn wir hierher kommen. Der Bundesfinanzminister Schäuble hat schon gesagt, es war eine kleine Sensation, keine Zeitung hat darüber geschrieben, bei dieser Bankentagung in Frankfurt vor einigen Monaten. Deutschland sei seit dem 8. Mai 1945 nicht mehr souverän gewesen und Egon Bahr, in edlem Missionsdrang, hat es auch in der konservativen Jungen Freiheit einen eigenen Beitrag geschildert, nachdem er es mir 2009 mitgeteilt hat. Ich glaube, er ist davon ausgegangen, ich würde es dann ausgetragen, das habe ich nicht gemacht, das hat er selber nachgelegt. Herausgehobene Stellung bekommt man in Deutschland in Politik und Regierung, Medien und Institutionen und Organisationen nur, wenn die USA zustimmen. Ich glaube, hier sitzen einige, ich sehe so Gesichter mit sehr viel Lebenserfahrung und, wie soll man sagen, auch in exponierter Stellung, dass man nicht zum Oberst befördert werden kann, bei der Bundeswehr, wenn die USA nicht genickt haben. Das ist einigermaßen klar. Wichtige Leute bleiben deshalb auf dem Oberstleutnant sitzen. Und im BAFA, das Bundesausfuhramt, da ist es ganz klar, wenn gefragt wird, wollen wir jetzt dieses oder jenes Industriegut zum Beispiel nach Iran ausführen, dann gibt es in dem Gremium einen Amerikaner und glauben Sie mir, sollte der den Kopf schütteln, war es das mit dem Export, der hat das letzte Wort. Sowas funktioniert nicht von ungefähr, das hat ein Netzwerk in Deutschland und das nennt sich die Atlantikbrücke. Und so kommt es eben, dass unser verdienstvoller Verteidigungsminister, Ex-Verteidigungsminister, Ex-Wirtschaftsminister, Herr von uns zu Württemberg, ohne jede Qualifikation rauskam. Er hatte eine. Das war die Atlantikbrücke. Hier sind ganz viele Namen, das gibt es im Internet, wer da alles dazugehört. Ich sage nur Herr Merz zum Beispiel oder. Es sind so viele, es sind alle Prominenten, die Sie kennen. Und es sind die wichtigen Firmen. Von der Allianz über AXA. Die Banken, alle sind irgendwie eng verbandelt mit der Atlantikbrücke und sonst macht man in diesem Land auch keine Karriere. Das ist einfach ein Besatzungszustand, den wir haben, der sich gesellschaftlich perpetuiert hat. Schließlich sollten wir auch mal auf unseren verdienstvollen Grünen gucken, von Marianne Wirtler über den, so nenne ich ihn, CIA-Star Cem Özdemir. Das sind die Männer, die das deutsch-amerikanische Verhältnis grünseitig nach vorne tragen. Sögens Aussichten, letzte Folie. Wenn die Wirkfaktoren unverändert bleiben, dann wird dieser unerklärte Krieg so lange eskalieren, bis es das Land als geordnete Einheit nicht mehr gibt. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Das bedeutet Tod und Vertreibung für alle Christen. Und Tod und Vertreibung für alle Aleviten. Das ist sonnenklar. Das kann nicht gehen. Das ist übrigens eine Vision, bei der auch Israel etwas nervös wird wegen des hohen Al-Qaida-Anteils. Wir haben eine massive ausländische Einmischung, wir haben Söldner, wir haben so eine Black Ops, also militärische Geheimdienstoperationen, Waffen, Nachschubschmuggel, wir haben einen PR-Krieg weltweit, wir haben Regierungschaos, das wachsen wird. Nur ein kleines Beispiel, jetzt sollen also 300 Syrer geflohen sein in die Türkei, 86 Offiziere bis zum General, in der letzten Minute weit überzogen. Und wir haben nicht ein Statement irgendeiner Art in
in der das syrische Nachrichtenwesen erkennen lässt, dass es diese PR-Situation im Griff hat. Militärisch wäre das so, als würde ein Heer das andere angreifen und das angegriffene Heer zündet sich erstmal eine Zigarette an. Das ist PR kriegsmäßig das, was wir heute haben. Und wir haben natürlich wachsende religiöse und ethnische Spannungen. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.